Da ist auch schon so ein brechender Kürbis drin. Also die Idee habe ich schon vorher gehabt. Hey ho, meine lieben Kreativen und willkommen hier auf meinem kleinen Kritzelzeichner-Dingsbums-Kanal Dexter Design. Ich bin Dexter, Grafiker, Illustrator und so weiter und so fort. Und Künstler natürlich. So steht es geschrieben. Heute geht es ein bisschen weiter mit digitaler Kritzelei. Und zwar für meinen Twitch-Kanal. Da brauche ich noch ein wenig Emotes bzw. noch anderes Zeugs, was man dort so ein bisschen personalisieren und individualisieren kann. Standard-Emotes habe ich, aber es gibt da noch freie Slots. Dachte ich an kleine Früchte oder irgendwas Niedliches zum Essen. Das war das Ergebnis vom letzten Mal. Und das war die Skizze im Nachhinein, die noch entstanden ist, weil ich überlegt hatte, noch einen Kaktus einzubauen. Ein Kaktus, ein, na ihr wisst schon, ein Pumpkin, ein Kürbis. Die werden beige. Zumindest auf den Bildern, die ich hier habe, sehen die beige aus. Also kann man das vielleicht irgendwie so schnitzen und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Und der Mundinnenraum, der kann auf jeden Fall auch noch ein bisschen dunkler werden im Verhältnis. Da ist der Kontrast noch ein bisschen fragwürdig. So sieht er im Ganzen aus. Ja, Donut musste irgendwie sein. Und ich hatte noch vor, einen Muffin zu machen. So als Gegensatz. Ja, also da kann ich ja gleich Werbung machen. Auf YouTube, ja, kannst du mich ja auch sehen. Wahrscheinlich kann ich gleich wirklich mal Werbung machen. Stream läuft scheinbar noch. Ja, also auf YouTube findest du auch einige Videos von mir. Oder alle anderen natürlich auch. Folgt mir gerne dort. Besser, ich habe hier diesen Malmonster-Kalender gemacht mit dem Malmonster. Und da habe ich ja auch schon Kürbisse drin und ihr seht hier unten. Da ist auch schon so ein brechender Kürbis drin. Also die Idee habe ich schon vorher gehabt. Das ist das Malmonster übrigens, was ja auch ganz groß ist. Und ich hatte ja dann diesen Kalender gemacht letztes Jahr. Geht gar nicht anders. Irgendwie erinnert mich das mal an die Sesamstraße. Ah, jetzt habe ich wieder was gelernt. Oder man lässt den lächeln oder sowas, weiß ich noch gar nicht. So. Und meine Idee war, dass ich das Papier, was so ringsum gewickelt ist, benutze als Unter. Und deswegen schaue ich dann, ob ich noch eine zweite Idee finde. Die mir vielleicht besser gefällt als die erste. Also Muffin 2 hat gewonnen. Vielen Dank an alle, die abgestimmt haben. Mit der VR-Brille habe ich es gespielt. Da gibt es das ja und da finde ich es richtig cool. So, bei der Sahne fällt es mir jetzt gerade ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, wie das aussehen kann.
Oh, es gibt Raider. Ach hey, 17 Leute. Ich will gleich aufgehen. Oh, mit so vielen Menschen kann ich nicht umgehen. Danke fürs Raiden. Mona, Official. Falls du das gerade hörst und hoffentlich Deutsch sprichst. Bezaubert, hallo. Und willkommen, Musel, Miso. Willkommen im Kreativteam, hallo. Ich hoffe, ihr sprecht alle Deutsch. Ja, zum Glück. Und willkommen, Speci. Ja. Und danke fürs Folgen, übrigens. Heißt das Folgen, ja. Was ist da los? Ja, was ist da los? Gute Frage. Ja, also für alle die, die noch nicht den Anfang gesehen haben, das sind meine aktuellen Emotes für andere Slots, die natürlich noch nicht frei sind. Ich mache mal noch eine zweite Variante mit anderen Augen. Ja, Lord, so geht es mir aber auch. Auch wenn du es jetzt vielleicht nicht glauben magst. Ich habe auch nicht mal. Ich brauche mal die Idee, dass ich keine Idee habe und dann sehe ich andere, was die so treiben und dann denke ich, wow, das hättest du ja auch mal machen können. Und dann sind wir mit dem hier schon recht bald fertig hier, hoffentlich. Eigentlich ist das ja so eine Art Spiegel für mich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Folgt mir überall. Nur nicht auf der Straße. Macht es gut, bleibt kreativ und tschüss. Bis dahin.